Was geht ab mit YouTube? Ihr seid wieder bei YouTube. Moritz aka Grizzly Strength Coaching und ich haben heute unsere Deadlift Session gemeinsam abgehandelt. Für ihn sind es das allererste Mal in seiner Lifter-Karriere 200 Kilogramm auf der Stange gelandet. Das musste natürlich zelebriert werden. Für mich gab es auch ein PR Weight und zwar ein Double mit 225 Kilogramm und noch ein paar Back-Off-Sets mit 220 Kilogramm. Und später im Video werden wir noch ein wenig Bank drücken, aber jetzt lasst uns nicht weiter Zeit verschwenden oder lasst mich nicht weiter Zeit verschwenden. Film ab! Oh mein Gott! Before I started rapping, if you niggas heard my story, bet you be like, oh my goodness. Oh my. Was chilling at the park and I got shot up with a 40. I was there like, oh my goodness. Oh my. I seen a nigga slipping, he got caught up with a shorty. I was there like, oh my goodness. Oh my. And all I knew was pain, man. I ain't never known no glory. I was there like, oh my goodness. I had to keep it pushing. My mama in the kitchen, ain't no food up on the table. Used to ask her what you cooking, like what you cooking. My niggas never read, but if the coppers hit the block, then you could bet they get to booking. Yeah, they get to booking. So, wie man sieht, Weights gehittet, wenn auch gleich die zweite Wiederholung. War auf jeden Fall noch snappery vom Gefühl her, als sie auf Kamera aussah, beziehungsweise ja, auf Kamera sah sie gar nicht so schlimm aus. Hier kam auf jeden Fall für mich hinzu, dass ich das erstmal, also überhaupt war es ein PR Weight und wie ich es immer betone, bei PR Gewichten oder Gewichten, die nahe deines realen One Rep Max liegen, werden dir natürlich sofort deine Schwächen aufgezeigt. Das ist bei mir weiterhin der untere Rücken. Und man kann es auf jeden Fall so zusammenfassen, dass ich schlichtweg nicht geübt bin, mit solchen Gewichten überhaupt Reps zu machen. Wenn wir jetzt zwei Wiederholungen mal als Reps zählen, was es eigentlich auch ist. Aber wenn man sagt, auf Reps spricht man eher so von plus 4, aber whatever. Auf jeden Fall noch nie Doubles mit diesem Gewicht gemacht und dementsprechend bin ich natürlich zufrieden, dass ich es gepackt habe. Hier kam natürlich wieder mein mittlerweile altes Problem mit dem Setup dazu, dass ich die erste Rap an sich ganz gut hingekriegt habe. Bei der zweiten Rap war da ein bisschen zu viel Fokus auf Hype und weniger darauf, meinen Rücken wirklich in Sachen Spannung und so weiter in die Bewegung zu integrieren. Und ich habe auch das allererste Mal so ein Gewicht mit einem Hook Grip bewegt, zumindest für ein Double. Ich bewege eigentlich gar nichts mehr über einer Wiederholung mit Hook Grip. Aber ich hatte das Gewicht jetzt auf dem Plan stehen, wusste auch, okay, du kannst jetzt nicht so nah am Wettkampf irgendwas hier mit Straps heben. Deswegen habe ich es eben doch mit dem Hook Grip gehoben. Und der Hook Grip hat sich auch gar nicht so als Problem herausgestellt. Im Gegenteil, fühlt sich alles sehr sicher an. Das ist natürlich für mich sehr relevant, da ich letztes Jahr auf dem Insanity 250 losgelassen habe. Insofern bin ich, was das angeht, guter Dinge, aber immer noch brauche ich einfach noch mehr Übung mit schweren Gewichten und vor allem mit Gürtel, weil ich weiß auf jeden Fall, dass mir allein die Abstimmung von der Herangehensweise des Setups so auf gar keinen Fall missgelingen würde, wenn ich keinen Gürtel benutzen würde, weil ohne Gürtel mein Setup einfach ein bisschen anders, ein bisschen, da habe ich einfach ein bisschen mehr Zeit zu greifen, mich richtig hinzusetzen und wenn ich diesen Gürtel anhabe, muss ich halt darauf achten, dass er nicht verrutscht und dann muss ich halt eben wieder dieses komische Greifen, Einatmen, Hüfte absetzen machen. Das war bei der ersten Rap gut, bei der zweiten Rap war dann das Timing komplett weg. Wie gesagt, sah auf Kamera nicht so schlimm aus, aber was das angeht, brauche ich einfach mit mehr Gewicht noch mehr Übung.
da in so einem Moment, wenn das Setup halt eben nicht optimal ist, natürlich der Lower Back, der bei mir die Schwäche darstellt, als allererstes nachgibt. Eigentlich hätte dann im Anschluss ein weiteres Double mit 218,5 Kilogramm angestanden, aber ich habe mich dann dafür entschieden, weil der Form Breakdown in der zweiten Rep einfach schon zu groß war, einfach zwei Singles mit 220 Kilogramm draus zu machen. Und das Ganze hat mich jetzt auf jeden Fall dazu gebracht, dass ich nächste Woche, wo eigentlich ein Double mit 230 Kilogramm angestanden hätte, auch hier wieder natürlich ein PR Weight, dass ich wahrscheinlich jetzt so kurz vor dem Wettkampf doch einfach mich noch mehr auf Singles konzentrieren werde, vielleicht ein bisschen mehr Richtung 240 Kilogramm gehen werde, damit ich wirklich für eine einzelne Wiederholung besonders gut spezifisch vorbereitet bin. Für mich war es nie wirklich ein Problem zu erkennen, was ich in einer Bewegung verbessern muss und so weiter. Aber auch ich kämpfe wie jeder andere von euch, damit die Dinge umzusetzen. Das ist halt immer leichter, als jemand von außen eine Form zu kritisieren oder verbessern zu wollen. Und ja, ich selber habe damit genauso zu kämpfen. Aber der Schlüssel zum Ganzen, the key to success, ist einfach weiter dran zu bleiben und es immer und immer und immer und immer wieder zu versuchen. Und für mich bedeutet das hier vor allem, einfach diesen Urge zu unterbinden, in dem Moment, wenn ich mit Gürtel arbeite und diese Herangehensweise mit dem Absetzen der Hüfte machen muss, dass ich halt wirklich aufhöre, die Hüfte abzusetzen, sobald ich spüre, dass ich Stangenkontakt mit dem Schienbein habe. Das ist für mich einfach das größte Problem. Das hat man halt eben auch in den Backoffs mit 220 Kilo noch gesehen. Aber gut, genug gelabert, springen wir in den Oberkörpertag, wo es Doubles mit 146,5 Kilogramm auf der Bank gibt. Let's go! So, das lief ganz gut, auch wenn zu Beginn ein bisschen Verwirrung entstanden ist, weil Moritz dachte, ich wolle nur ein Single machen und dann, gut, war ein bisschen verwundert, dass ich noch eine zweite Rap gemacht habe. Aber das ging soweit ganz gut durch und vor allem auch mit semi unter Wettkampfbedingungen. Moritz hat mir Kommandos gegeben und das hat auf jeden Fall für den ersten Satz ganz gut geklappt. Allerdings war der offensichtlich so schwer, dass ich dann wusste, dass ich für das zweite Set die Pausen selbst gestalten muss, also etwa ich eine One-Count Pause, also dass es sich einfach so anfühlt, als würde ich eine Pause machen. Sonst wäre das für eine Competition Bench Pause nicht nochmal hochgegangen, das Gewicht. Und wir haben gerade noch darüber gesprochen, Moritz und ich, wie es nach unserem Empfinden zumindest so unglaublich viel schwieriger ist, eine zweite Rep mit einem sehr hohen Gewicht auf der Bank zu machen. Ich weiß nicht, ob das für alle Übungen gilt, aber auf der Bank ist es bei mir auf jeden Fall so. Denn wie man sieht, die erste Rep ist ziemlich gut geflogen und ja, die zweite nicht. Aber für mich weiß ich auf jeden Fall immer ziemlich gut, wenn es um eine einzige Wiederholung geht, habe ich in der Regel nie Probleme mit der Wettkampfpause. Insofern ist das jetzt kein Problem für mich zu sagen, okay, mir geht es jetzt eher darum, die Weights, also die Wiederholung zu schaffen und deswegen mache ich einfach hier eine kürzere Pause. Und ähnlich werde ich auch nächste Woche angehen, wenn dann ein Double mit 150 Kilo ansteht. Auf jeden Fall gute Einheit und es war vor allem für mich ein Körpergewichts-PR. Und zwar ein ziemlich signifikanter vor 2 Jahren. Ihr wisst, bei mir kamen viele Dinge dazwischen mit vielen Diäten und mentalen Problemen und so weiter. Excuses sind am Start, aber auf jeden Fall ist das ein dicker Körpergewichts-PR für mich, die 2x2 mit 146,5. Ich hatte vor 2 Jahren, wie gesagt, schon mal 5 Doubles mit 150 Kilo auf der Bank, aber da waren die Pausen ziemlich kurz. Im Grunde genommen unter aus denselben Gründen, weil ich gemerkt habe, fuck, für Wettkampfpausen schaffe ich keine 5 Doubles mit 150. Ich musste mich da ultra hart durchkämpfen und ich habe dabei schlappe 119 Kilo gewogen. Also ganze 16, 17 Kilogramm mehr als derzeit. Insofern sehr gute Einheit, ist jetzt auch schon wieder vorbei und ich muss jetzt auch meine Bahn kriegen. Insofern beenden wir hier das Video.
Hit the like button, wenn dir das Video gefallen hat. In diesem Sinne. Like the shit, share the shit, do whatever with it. Und wir sehen uns im nächsten Video. Nicht vergessen, abonnieren und mutieren. Peace!